Im heutigen Thema geht es darum, es ist ein Thema, das sehr viele interessiert, doch die Ungerechtigkeit herrscht. Pädophiliephobie. Ja, bitte bleibt am Ball. Neger und Gammler. Nur eines vorweg, ihr unterentwickelten Kreaturen müsst wissen, dass ich von den Rundfunkgebühren bezahlt werde, um euch Scheiße zu erzählen. Also hört jetzt gut zu. Immer wieder kommt es vor, und ich weiß nicht, ich muss es immer erleben, dass Pädophile absolut fertig gemacht werden. Ich meine, was soll das? Sie tun den Kindern doch gar nichts. Und es wird immer erzählt, dass alle die Kinder vergewaltigen. Auch Kleinstkinder, die nur wenige Monate alt sind, werden angeblich zu Tode geraped. Doch man muss bedenken, das sind nur Einzelfälle. Guckt euch doch mal an, ihr Heteros, ihr christlichen weißen Heteros, guckt euch doch mal an. Was ist bei euch los? Andauernd hört man von Vergewaltigungen, Frauen werden auf Festivals vergewaltigt, kann das sein? Und da muss man sich ja wirklich mit einer Randgruppe beschäftigen, wie die armen Pädophilen, die wirklich unschuldig sind. Ich meine, hey, sie können doch gar nichts für ihre Neigung. Und viele von denen, ja, hat man auch schon im Fernsehen gesehen, versuchen dagegen anzukämpfen. Ja, und wenn man dann auch mal sein Gehirn ein wenig anstrengt, dann wird man ganz schnell feststellen, dass Frauen, die vergewaltigt sind und natürlich reif sind, dass sie sich die Vergewaltigung viel mehr in ihrem Hirn einprägen. Ja, das bedeutet, es kann wirklich für ihr gesamtes Leben schlimm sein. Ich meine, kleine Kinder, die vergessen das doch eh. Ja, Leute, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt an, aber das könnte wirklich mal ein Video von Neger und Gammler werden, ohne Scheiß. Denn das, was ich in der Vergangenheit dort gesehen habe, das hat mein Blut zum Kochen gebracht. Und ich dachte mir erst, ich äußere mich dazu gar nicht, aber ich habe die Schnauze so voll. Und ja, ich rede Klartext, ja, willkommen bei Klartext. Nee, es macht mich wahnsinnig. Ich meine, man könnte sich da jetzt hinsetzen, das Video einspielen und dann seine Meinung dazu äußern. Und die ganze Scheiße von denen, die gelabert wird, absolut fertig machen. Man könnte sagen, das stimmt nicht, das hast du verdreht, Faktenverdrehung und bla 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 bla. Ne? Könnte man machen. Man könnte sich auch einfach hinsetzen und sagen, die sind scheiße und ich fordere jetzt sofort, dass die gemeldet werden, ja, bei ihrem Arbeitgeber, dass gesagt wird, das sind, wie soll man sagen, Terroristen-Supporter. Ja? Und wenn die nicht langsam abgesetzt werden, diese ganze Scheiße da, Susie Grime, wie sie alle heißen, dann zahle ich keine Rundfunkgebühren mehr, weil ich möchte nicht mit meinem Geld den Terror unterstützen. So. Ganz knallhart. Ich meine das ernst, ne? Ich werde da wirklich Stimmen sammeln bald und die müssen weg. Die müssen weg. So, okay. Komme ich jetzt mal zu dem Video, wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Ach ja, falls jetzt gesagt wird, das ist bestimmt ein Christ. Nein, hier. Da habe ich einen Torshammer. Ich habe da hinten noch einen. Ich habe da eine Irminsul-Säule. Ich bin, wie soll man das sagen, jemand, der an die Natur glaubt. Ja, total bekloppt, der Bäume anbetet von mir aus. Ist mir auch scheißegal. Ich bin kein Christ. Ja? Und trotzdem, dieses Video. Es ist ja gerade schwer, in Mode andere Religionen zu bewerten, so mit Moschee-Check und Imam-Test. Schwer, in Mode andere Religionen zu bewerten? Also andere Religionen, das verstehe ich so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ach, das Christentum, das ist nichts für mich, weil. Der Islam ist nichts für mich, weil. Ja, andere Religionen und dann auf einmal, ja, hier Islam-Check, dann springt der auf einmal so auf den Islam. Warum sagt er nicht gleich von Anfang an, es ist schwer in Mode, den Islam zu bewerten? Ist ein bisschen lächerlich, aber okay, man merkt schon, worauf das hier hinausläuft. Als wäre Islam ein Restaurant, in das der gute Christ nicht mehr essen gehen will, weil der Religionskontrolldienst Spuren von Extremismus in der Küche gefunden hat. Was soll denn dieser Unterton, dieses der gute Christ so, als ob der Christ einfach nur so ein blöder Penner ist, so ein Schnösel, der sagt, oh, in meiner Suppe ist ein Haar. Spuren von Extremismus? Spuren von Extremismus? Hast du überhaupt eine Ahnung, was dieser verdammte Islam mit dieser Welt macht? Also ohne Scheiß, ich meine, ich komme später noch darauf zurück, wie ich den Islam finde, aber wenn du sagst, dass es nur eine kleine Spur an Extremismus in einer kleinen Suppe ist, dann hast du, beschissener Idiot, den vollen Plan. Weiter so. Was für eine unchristliche Überheblichkeit. Denn schaut man auf die Bilanz der Jesus-Fans,
Und zwar nicht nur im Mittelalter mit den Kreuzzügen, sondern heute im Hier und Jetzt. Stopp. Du willst die Kreuzzüge, ja, die wirklich nicht so lange waren, willst die wirklich vergleichen mit dem Dschihad, der schon was weiß ich wie viele tausend Jahre schön am Start ist, der selbst heutzutage in unserer modernen Welt immer noch Bum-Bum macht. Ja, das willst du vergleichen mit irgendwelchen beschissenen Kreuzzügen, die fast, ja, fast nur Verteidigungszwecke hatten. Du bist total... Lassen wir das. Aber okay, vergleich das ruhig, das ist natürlich klar. Du bist ja pro-Islam, ne? Also deine Frau trägt wahrscheinlich, oder bist du schwul? Ich weiß nicht, das ist Neger und Gammler, da weiß man nie, ob einer schwul ist. Aber falls du schwul bist, trägt dann dein Freund, der den femininen Part einnimmt, dann auch ein Kopftuch, oder lehne ich mich jetzt zu weit aus der Gesangskirche? Findet man mehr als genug, um auch als Christ bis zum jüngsten Gericht die Klappe zu halten. Ach so, ja, das verstehe ich. Natürlich müssen wir die Klappe halten, weil wir sind ja nichts besser. Natürlich. Also meine Vergangenheit, ja, die ist so, ich habe viel Scheiße gebaut, ja. Auch so ein paar kriminelle Sachen. Wenn ich jetzt also mitbekomme, ja, dass mein Nachbar irgendwelche Frauen zu Hause zusammenschlägt und die zur Prostitution zwingt, dann muss ich natürlich die Schnauze halten, weil ich habe ja auch Dreck am Stecken gehabt. Von daher, du bist so ein Idiot. Denn wir christlich geprägten Menschen haben genauso unsere Doppelmoralisten, die für das christliche Abendland auf die Straße gehen und selbst nicht mal die einfachste Regel der Nächstenliebe beherzigen. Jeder hat Dreck am Stecken, verdammte Axt nochmal. In jeder Schule, in jedem Kindergarten gibt es immer irgendwelche Idioten, ja? Es ist nur ein Unterschied, ob die Idioten einfach nur Idioten sind oder ob diese Idioten an einer Ideologie festhalten, die sie dazu zwingt, Idioten zu sein. Das ist ein Unterschied. Aber was erzähle ich dir das? Wir haben genauso unsere Extremisten, die Homosexuelle nicht akzeptieren. So wie zum Beispiel der US-Vizepräsident Mike Pence. Der weigert sich, mit Mitarbeiterinnen alleine Abend zu essen. Weil für ihn als evangelikalen Christen schon der Anschein des Ehebruchs eine Sünde darstellt. Oh mein Gott, wie lachhaft. Du willst wirklich irgend so einen kleinen Politiker, der einfach nur ein bisschen bekloppt ist, vergleichen mit zum Beispiel dem 31. Mai 2017 in Afghanistan oder den 26. Mai 2017 den Anschlag in Ägypten oder am 22. Mai 2017 im Vereinigten Königreich, ja, oder am 19. Mai 2017 Italien oder am 20. April 2017 Frankreich oder am 19. April 2017 Griechenland oder am 18. April, verfickte Scheiße nochmal, was willst du hier, du Lappen, Alter? Nee, da werde ich echt aggressiv und Scheiße nochmal, warum darf ich nicht aggressiv werden? Gleichberechtigung und die Trennung von Staat und Religion gibt's dann vielleicht im Himmel. Was? Was zum Teufel? Du vertrittst sozusagen den Islam und redest von Gleichberechtigung? Du weißt schon, was es mit dem Kopftuch auf sich hat, oder? Natürlich weißt du das. Das trägt man aus Respekt vor Allah. Natürlich, das hat nichts damit zu tun. Ey, guck meine Frau nicht an. Warum guckt er meine Frau an? Ich muss zu viele abstechen. Am besten sie macht Kopftuch. Dann ich muss nicht mehr töten. Du beschissener, verdammter Idiot. Und was? Die Trennung von Religion und Politik? Willst du mich verarschen? Oh ja, wir sollten in Deutschland auch einen Diktator einführen, der absolut eine Religion ver... Ich kann dieses Video nicht gucken, Leute. Tut mir leid. Dabei kann man einfach nicht seriös bleiben. Jeder, der dabei seriös bleibt und dieses Video vernünftig und erwachsen kritisiert, der steckt da kein Herzblut rein. Sorry an die Leute, die es getan haben bis jetzt. Ich weiß nicht, ich habe davon nichts gesehen, aber ey Leute, da muss man doch bei ausflippen. Ist meine Meinung. Entschuldigung. Vielleicht liegt es auch an meinem Temperament. Wir haben genauso unsere Wahnsinnigen, wie den Filipino, der sich an Karfreitag zum 31. Mal ans Kreuz schlagen ließ. Und zwar mit Nägeln durch Hände und Füße. Ja, und leider gibt es unter Christen auch Terroristen. So wie den selbsternannten Kreuzritter Anders Breivik, der 2011 in Norwegen 77 Menschen tötet. Oh nein, du Idiot. Du bist so scheiße im Kopf. Die Tat hatte noch nicht mal einen christlichen Hintergrund. Und das ist sogar belegt. Und ach nein, man hat doch seine Schriften analysiert. Außerdem findet kein Christ, ich denke mal kein Christ, das gut. Denn die heutigen Christen, die sind komplett anders. Die haben sich weiterentwickelt. Die haben viele Sachen aus der Bibel rausgenommen, weil sie gemerkt haben, hey, das ist halt so, dass sich die Welt verändert. Und deshalb müssen wir uns auch verändern. Falls du davon schon mal was gehört hast. Also,
wie kann man denn wirklich eine Ideologie, die in der Steinzeit lebt und das heutzutage noch, die Frauen misshandelt und schlägt und steinigt, wie kann man die verteidigen? Und dann kommt man mit, ja, wir haben ja auch einen Anders Breivik. Also, nein. Das ist auch widerlegt. Und ich glaube nicht, dass ich die Quelle hier angeben muss, denn das weiß jeder. Also, okay, nicht jeder. Wahrscheinlich ein schwarzer, schwuler, jüdischer Islamisten-Supporter. Der hat es wahrscheinlich nicht gerafft. Oh, also wirklich, das war doch ganz klar, dass diese Karte gespielt wird. Ey, du bist, ach, nee. Oh, ey, ich hab Bock auf Durst, Leute. Ich muss mir echt jetzt einen Whisky reinziehen, weil das geht ja gar nicht. In seinem Manifest schrieb er, vorwärts, christliche Kämpfer. Ich weiß, der Typ ist vermutlich einfach ein Geisteskranker, der die Religion für seine Gewaltfantasie missbrauchte. Aber wie oft fragt denn jemand nach dem Glaubensattest bei den islamistischen Attentätern? Oh, da hat man aber viel zu prüfen, du. Also wenn du jeden Islamisten, wenn du da überall so eine Background-Information haben willst, viel Spaß. Oh, warte mal, so viele Anschläge gibt es doch bestimmt nicht, oder? Ich meine, das ist doch die Religion des Friedens und so viele können da doch gar nicht verrückt sein von denen, oder? So, werfen wir doch mal einen Blick auf diese ja, aktuelle Liste, kann man schon sagen. Wir haben hier, am 31. Mai 2017 einen Anschlag in Afghanistan, bla 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 bla. Und dann steht hier halt politische Ausrichtungen und so weiter. Ne? Wie viele Tote, wie viele Verletzte. Das zum Beispiel hier mindestens 90 Tote, 400 Verletzte, das ist schon mal was Krasses. Hab ich nichts von gehört. Aber das ist ja auch Afghanistan. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Medien. Aber passen wir mal auf. Islamistisch. Islam, Islam, Islam. Linksextrem, Islam. Sozialblabla, Islam, 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 Islam. Unbekannt, Islam. Rechtsextremistisch, Islam, Islam. Dann haben wir nochmal was Rechtes. Islam, Islam, Islam. Unbekannt, Islam, 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 Islam. Also ganz so ohne Scheiß, ne? Wir können ja mal hier gucken. Was haben wir denn hier alles? Islam. Islam, Islam, Islam. Und jetzt muss man dazu natürlich sagen, dass diese Menschen verwirrt sind. Das sind einfach Psychopathen. Und das hat nichts mit dem Islam zu tun. Nichts. Da steht zwar Islam, aber das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach eine Boshaftigkeit, dass hier islamistisch steht. Weil das hat keinen islamistischen Hintergrund. Denn Mohammed war ein Friedensbringer. Das ist eine Friedensreligion. Seht ihr das nicht? Wo steht hier denn einmal Christ? Hier steht rechtsextrem. Ja klar, könnte man jetzt sagen, oh hier die Nazis, die Deutschen. Nein, nein. Das hat nichts mit den Deutschen zu tun. Rechtsextremismus oder Nationalismus, den gab es schon immer. Ich habe jetzt Christ eingegeben. Ägypten, mindestens 26 Christen mit dem Anschlag auf Bus getötet. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht suchen, aber okay. Upsi. Tja. Spuren von Extremismus in der Küche gefunden hat. Ja, dann sag das doch einfach mal den guten christlichen Elternteilen, dessen Kinder zerstückelt auf dem Gehweg liegen, weil irgendein auf gar keinen Fall islamistischer Mann, ja, sich in die Luft gejagt hat. Müssen sich gläubige Christen kollektiv rechtfertigen? Wenn einer von ihnen ausrastet, werden sie in Sippenhaft genommen? Fühlen sie sich verantwortlich für tödlichen Exorzismus? Nicht nur, dass mir als Nicht-Christ die Galle hochkommt, würde ich auch wetten, dass jedem Islamisten hier einige Tränen in die Augen steigen. Denn du bist so ein Hohlkopf. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier... ich muss echt aufpassen. Okay, also... Du kommst jetzt auf einmal mit Exorzismus um die Ecke. Ja, wer kennt das nicht? Ich meine, mein Nachbar wurde auch vor einer Woche ungefähr, ja, ich glaube vor 5 Tagen wurde er auch exorziert und ist dabei leider verstorben. Ja, das kann natürlich passieren. Das ist momentan das größte Problem, ne? Exorzismus, Tendenz ist hoch ansteigend. Ach komm, ey, bitte. Für Missbrauch in christlichen Schulen oder für Massaker von Christen an Muslimen in Zentralafrika. Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich muss mir das nochmal angucken, wie ihr die Schilder da wegschmeißt. Für Missbrauch in christlichen Schulen oder für Massaker von Christen an Muslimen in Zentralafrika. Missbrauch in christlichen Schulen? Der Missbrauch in christlichen Schulen? Och Leute. Das tun die aber nicht im Namen von Gott. Ja, kein Pfaffe, der nicht heiraten darf, verstehst du?
vergeht sich an irgendwelchen Kindern oder so im Namen von seinem Gott. Das macht er, weil der einfach notgeil ist, weil er keine Ische knallen darf, verstehst du? Und darum macht er das halt. Das ist absolut nicht in Ordnung, solche Leute. Okay, komm, das lassen wir jetzt mal, das Thema, die gehören weg, ja, ist klar. Aber das hat doch nichts mit dem Glauben zu tun, du dämlicher Idiot. Oder halten Sie sich wenigstens zurück, was andere Religionen angeht? Laut der Studie Generation What vertrauen nur noch 14% der europäischen Jugendlichen den religiösen Institutionen. Damit sind sie die unglaubwürdigsten von allen. Oh, jetzt kommt der hier mit Studien um die Ecke. Pass mal auf, deine 14%, die kannst du dir sonst wo hinstecken, denn ich kann dir mal ganz schnell was erklären. Pass auf. Also, der christliche Glaube ist relativ locker. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich wurde zum Beispiel nicht gezwungen, in die Kirche zu gehen. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil man der Kirche nicht vertraut. Nein, weil sie locker ist. Meine Fresse, wer hat denn Bock, da andauernd in der Kirche sich den Gesang anzuhören und diese ganze Laberei, da hat man halt keinen Bock zu. Und weil man weiß, ich muss da nicht hin, ich werde nicht bestraft, ich komme nicht in eine Hölle und mein Opa, mein Uropa, mein Vater droht mir damit, du musst da hin, sonst, weißt du? Früher war es ja so, wer nicht in die Kirche geht, der hat was zu verbergen. Der hat wahrscheinlich einen Pakt mit dem Teufel. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Aber wie ist denn das mit dem Islam? Warum gehen die denn alle in die Moschee? Wahrscheinlich, weil sie der Moschee vertrauen. Vielleicht würde der Wert ja steigen, wenn man so wie Jesus zuerst sich selbst und dann die anderen kritisieren würde. Wenn ich allerdings sehe, höre, dass irgendwelche Islamisten sich mal wieder in die Luft gesprengt haben oder jemanden abgeballert haben, dann darf ich meine verdammte Fresse auch aufmachen und meine Meinung kundtun, du meinungsbeschneidender Terrorsupporter. Oder, wie heißt es so schön im Matthäus-Evangelium? Oh mein Gott, der Typ läuft einfach so hinter dir her und weiß ganz genau, hier, jetzt ist gleich meine Zeit gekommen. Oh, bitte. Meine Fresse. Ich komme jetzt mal zu dem Punkt, wo ich meine Meinung zum Islam kundtun möchte. Also, meine Auffassung vom Islam ist, es ist ein kriegerischer Glaube. Ein stolzer kriegerischer Glaube. Und natürlich, damals, ne? Zu alten Zeiten war es auch ein starker Glaube wie heute noch. Sie bekämpfen die Ungläubigen. Die Ungläubigen aus ihrer Sicht natürlich. Und zu damaligen Zeiten war das super. Man gehörte zu einer wirklich starken Vereinigung. Man hat Kriege geführt, man war mächtig und reich. Doch in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so toll, denn wir wollen doch alle den Frieden, oder? Ja, und deshalb muss man sagen, dass diese Religion sich ein wenig umstellen sollte. Nur das tut sie nicht. Sie ist immer noch eine Kriegsreligion und eine starke Religion. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn wir kennen viele Kriegsgötter. Das ist ganz normal. Und nur ein solcher Glaube kann auch wirklich Macht ausstrahlen. Doch in der heutigen Zeit wünsche ich mir so etwas nicht. Und das ist meine ganz kleine Meinung zu diesem Thema. Habt ihr gedacht, das war's schon? Der Islam ist eine homophobe, frauenfeindliche, welteroberische und kriegerisch-terroristische, somit angsteinflößende, hinterhältige, Mitleid vortäuschende Religion und gehört abgeschafft. Und jeder, der diese Religion supportet, begeht in meinen Augen, wenn er das in diesem Land tut, Volksverrat. Danke. Ende. Leute, bevor ihr jetzt abschaltet, bitte guckt in die Videobeschreibung. Dort zeige ich euch, wie man sich beschweren kann und wo man sich beschweren kann. Eher das Zweite. Wir müssen Susie Slime und Neger und Gammler bekämpfen und noch den ganzen anderen Rest davon von diesem Netzwerk. Die müssen einfach weg. Es darf niemals wieder so eine Institution geben. Ich weiß, man will uns Deutsche loswerden. Wir sind ein Scheißvolk. Wir sind ehemalige Nazis, wir sind die Erben der Nazis. Ja, ganz böses Volk. Hier muss ganz viel Multikulti rein, damit dieses Land nicht mehr Deutschland ist, sondern einfach nur, ja, wie heißt es? Multikulturelles Euroland. Das weiß ich. Ne? Und würde ich jetzt sagen, damals die Juden, oh, ich habe Juden gesagt, Entschuldigung, als Deutscher darf man das nicht. Damals die Juden, vor dem Zweiten Weltkrieg, die wollte man ja nur loswerden, weil die überall, ja, im Gericht gearbeitet haben und sie waren sogar Richter.
Also die meisten davon. Und sie waren bei den Banken und sie hatten überall hohe Positionen. Und darum wollten die Deutschen die loswerden. Da würden jetzt viele sagen, das ist ein Antisemit. Ich würde niemals in einer Talkshow auftreten. Außer, dass man mich zerstört. Wenn die merken, dass du ein bisschen dumm bist, dann laden die dich auch ein. Ne? Das haben ja auch Neger und Gammler gemacht. Wisst ihr, mein Leben wäre vernichtet. Ich könnte in der Öffentlichkeit nichts mehr machen. Stars, die sich gegen Juden äußern und sagen, ja, hier das und das. Und noch nicht mal dumm. Ja, die sagen, ja, hier, ich habe da ein Problem mit. Die sind weg vom Fenster. Aber mit den Christen kannst du es machen. Die Christen, da kannst du den ganzen Tag sagen, scheiß Kinderficker und so. Das ist total legitim. Es ist ja auch Fakt, ne? Aber der Islam, wehe, du sagst was gegen den Islam. Entweder du bist sowieso tot, weil dich, keine Ahnung, jemand absticht. Oder es kommen dann Leute wie Neger und Gammler, die dir eine Standpauke halten. Ich könnte kotzen. Leute, bitte, nutzt die Videobeschreibung, unterstützt dieses Projekt hier, vernichtet dieses Netzwerk. Ja? Hashtag Kreuzzug. Deus vult. Als wäre Islam ein Restaurant, in das der gute Christ nicht mehr essen gehen will, weil der Religionskontrolldienst Spuren von Extremismus in der Küche gefunden hat. Neger und Gammler.